Das zweite Remote Duel Invitational hat stattgefunden. Was wurde gespielt und welches Deck hat gewonnen? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, letztes Wochenende war das Remote Duel Invitational, um genau zu sein, das zweite bereits in Europa. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was wurde gespielt und was hat gewonnen. Gucken wir uns jedoch zuerst den Gewinnern. Der Gewinner ist er hier. Erstmal Riesenglückwunsch an ihm. Und ja, wir haben leider noch keine Deckliste von ihm. Er hat Dragonlink gespielt mit Unexpected Die. So viel kann man schon mal sagen hier. Ja, wer das Deck in Action sehen will, muss einfach mal bei den Konami-Channels vorbeigucken. Dort gibt es natürlich alle Duelle, ja, quasi als Feature-Match. Und da kann man halt nachgucken, was er so gespielt hat und dass die ein oder andere Karte dann halt eben rausziehen. Wie gesagt, er hat mit Unexpected Die gespielt und ja, Dragonlink-Experte ist er definitiv. Ich meine, ist ein bekannter Spieler. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall an ihn. Ja, der zweite Platz, der hingegen ist etwas überraschender. Der ist von Lithium belegt worden mit Monarch. Und ja, Leute, Monarch ist ins Finale gekommen. Man muss dazu erwähnen, es ist ein Top 16 Event. Das bedeutet natürlich nur Top 16, 16 Teilnehmer. Und ja, man startet, ne, kommt dann Top 8, Top 4 und dann Finale. Das bedeutet, so viele Duelle hat dieses Deck natürlich nicht belegt, um in die Top zu kommen. Dennoch natürlich hat es gezeigt, dass ein Lock bzw. hier halt der Einbildungsunterwäldler hier ganz schön ja, für einen Lock sorgen kann, den man einfach so gut wie nicht outen kann. Das Ding ist, kleine Randmerkung hier, wenn ihr euch jetzt fragt, boah, Monarch jetzt Tier 1 oder Tier 0? Schwierig. Und zwar ganz folgende Sache. Dieses Deck hat immer den Würfelwurf gewonnen und hat so gut wie nie gebrickt. Das Deck kann aber bricken, das ist offensichtlich bei diesem Deckbild. Und ja, spricht natürlich dafür, dass man Glück hatte, spricht aber dagegen, dieses Deck jetzt als Tier 1 Deck einzustufen. Monarch mit dem Lock, definitiv strong, will niemand verleugnen. Aber wie gesagt, Going Second macht dieses Deck gar nichts gegen die aktuelle Meta. Und natürlich auch, ja, allgemein, Würfelwurf ist hier sehr entscheidend. Natürlich muss man bedenken, dass man auch Going Second, wenn der Gegner nicht so stark geöffnet, natürlich trotzdem noch eine Chance hat. Das ist natürlich auf jeden Fall klar. Und auch mit Handtraps oder Side-Deck-Karten, kommen wir gleich zu, kann man hier mit diesem Deck natürlich auch noch einiges rausholen. Also, erstmal hier Monarch. Ist ein interessanter Pick gewesen. Hat auch ja, gut gewonnen. Einmal ein Timeout, dann einmal gut rausgespielt und dann einmal First gegangen und dann Second gegangen und verloren. So kann man es eigentlich zusammenfassend sagen. Aber trotzdem natürlich auch souverän gespielt und ja, man muss das Deck auch trotzdem natürlich spielen und die paar Entscheidungen, die man treffen muss, hier auch richtig zu treffen. Ja, Side-Deck hier, Chinzo für Backroad-Decks. Ja, Majestätische Unterwälder ist halt stark, ne? Ist halt wie... Einbildungsunterwälder. So, dann Nibiru für Going Second. Nibiru natürlich stark. Hilft bei Dragonlink halt den Herold wegzunehmen. Das war's dann auch schon. Ja, okay, kein Herold ist natürlich schon sehr, sehr gut. Außer Frage. Aber da liegt dann trotzdem immer noch Negates, Negates, Negates. Und das Problem ist auch noch, was Monarch hat. Artifact Lancia wird geboardet, womit Panthesen tot ist, womit Prime oder Monarch tot ist. Schwierig halt das Ganze. Testalas für Going First natürlich. Marsch, super Karte, um aufzuhalten. Twin Twister für Backrodex. Evilly Match, Umfelder zu brechen. Denn wir brauchen nur hier die Negate zu baiten, damit wir dann irgendwie Sturmkraft der Monarchen machen können oder halt einfach irgendeine Tributbeschwörung durchziehen können. Und natürlich die Falle, die uns erlaubt halt im gegnerischen Spielzug Tribut zu beschwören. Was auch immer sehr, sehr cool ist. Und ja, cooler zweiter Platz auf jeden Fall und wie gesagt, ein bisschen Glück dabei gewesen, aber das ist Yu-Gi-Oh! Leute, Glück gehört immer dazu und trotzdem hier Glückwunsch auf jeden Fall an den zweiten Platz. Ja, in den Top 4 waren dann zwei Dragonlink-Spieler, wir haben hier einmal die Deckliste von mir und wir sehen hier einmal, ja, auch Dragonlink. Dragonlink war allgemein ein sehr verbreitendes Deck, denn die anderen Top 4 war auch, waren nicht Dragonlink, sondern waren Dogmatica Invoked. Auch hier leider keine Liste. Allgemein sind die Listen von Remote Duel sehr rar, muss ich leider sagen. Aber wie gesagt, Dogmatica, Dragonlink, das sind so die Decks mit Monarch, die hier dann in den Top 4 halt waren. Und ja, ich habe hier gegen Monarch verloren und das Dogmatica Invoke Deck hatte gegen das andere Dragonlink Deck verloren. Und ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier die Rocket Engine, zwei Tracer. Man kann natürlich drei spielen in einer 60-Karten-Variante, definitiv in einer annähernd 40-Karten-Variante, jedoch nicht so passend. Ja, wir wollen sie eigentlich nicht normeln, aber eine ist auf jeden Fall zu wenig, also zwei ist schon richtig. Man könnte noch einen zweiten Level 4er spielen, weil manchmal es vorkommt, dass du den ziehst, aber da musst du halt anders comboen, das ist dann halt so. Der Synchron ist aus meiner Sicht Pflicht, einfach als
weiteren Extender und um für mit Schnellzieh, Quick Launch einfach hier halt eben einen Empfänger zu haben. Dann die Dragon Maid und ich sage euch, Dragon Maid war in diesem Turnier auf jeden Fall einer der besten Karten. Für mich, weil einfach halt man mit dieser Karte um Lockbird spielen kann. Und Lockbird einfach eine sehr krasse Karte ist, die sogar Main gespielt wird. Denn ich habe diese Karte Main abbekommen im ersten Duell und habe mit diesem Mädchen dann halt trotzdem durchkommen können. Sehr, sehr schön. Chaos Levinia, brauche ich nicht drüber reden, beste Karte. Falak Standard, Nachtsichtdrache. Kann man zwei oder dreimal spielen, manchmal spielen sogar einen nur. Natürlich willst du nicht zwei Starthands sehen, aber du willst schon einen sehen, um deinen Dragoonity-Link zu chainblocken. Das willst du eigentlich am besten machen, damit es kein Gamma frisst. Dementsprechend ist die Karte schon wichtig auf irgendeine Art und Weise, indem wir in Striker Dragon gehen, ihn beschwören und dann halt eben unser Dragoonity-Link machen und dadurch dann chainblocken können. Aber wie gesagt, zwei in der Hand ist schlecht. Ich habe oft einen rausgesided, aber zwei sind aus meiner Sicht doch die richtige Anzahl. Wie gesagt, man könnte auf einen cutten, aber zwei in der 60-Karten-Variante wiederum drei spielen. Nibiru als Handtrap, warum Nibiru? Nibiru hält Herald auf. Ja, okay, das ist jetzt nicht so krass. Gegen andere Decks kann Nibiru jedoch deutlich mehr. Gegen für Noble Knight, wenn sie den Phönix nicht haben, ist die Karte absolut broken. Des Weiteren ist die Kombination der Handtraps auch entscheidend hier. Wenn du nämlich Impermanence und Nibiru hast oder Gamma und Nibiru, ist Nibiru die heftigste Handtrap, weil der Gegner immer einen Negate haben wird. Den negiert ihr dann mit Impermanence oder mit Gamma und dann gibt ihr Nibiru und das war's dann. Das war's dann einfach. Der Gegner kann nichts machen, alles wird geklärt und ihr habt eigentlich schon gewonnen. Deswegen Nibiru, sehr, sehr gute Karte. Proton für die Combo, of course, Searcher für Tracer oder Levinia, je nachdem, was ihr braucht. Gamma, eine der besten Karte, going second und going first. Klar, sie ist tot, nachdem das Feld liegt, aber man kann sie auch discarden oder ähnliches. Red Metal Dragon ist immer noch wichtig. Dann die Rosendrachen, den roten und den weißen, für die One-Card-Combo, sehr, sehr wichtig hier an dieser Stelle. Ich habe mich entschieden, eine One-Card-Combo zu spielen, muss man theoretisch nicht. Jedoch, wenn man kein Extender in der Hand hat, ja, braucht man eine One-Card-Combo, um halt die Combo zu legen. Dann natürlich die kleinen Drachen, absolut logisch. Dann der schwarze Metalldrache hier nur einmal drin. Es fragt euch ja, einmal lohnt sich doch gar nicht. Naja, wir müssen das mal so sehen. Wir haben hier mehrere One-Card-Combo-Starter. Wir haben hier einmal die Dragon Maid, den One-Card-Kombos. Wir haben den Metalldrache, den One-Card-Kombos. Und wir haben den Sephiroth als One-Card-Kombo. Das bedeutet, wir haben hier schon als solches erstmal 5 One-Card-Kombos. Natürlich kommen dann noch Chaos Base dazu, die halt auch eine One-Card-Kombo sind. Also wir haben hier mehrere One-Card-Kombos und da das Deck halt auf 40 reduziert werden sollte, damit man die Handtraps öfter sieht, habe ich mich dazu entschieden, halt die Starter zu reduzieren, also die Normal Summon aktiv. Natürlich könnt ihr auch theoretisch mit irgendeiner Normal Summon, also irgendein Drachen-Normal Summon plus ein Extender spielen, das ist nicht das Problem. Aber das ist halt eine One-Card-Kombo. Und ja, die Normal Summon sollten reduziert werden. Man will nicht Starter an 2 ziehen, deswegen hier das Mädchen wollte ich unbedingt spielen. Also die Dragon Maids einfach halt für eben, um Lockbird rumzuspielen. Metal Dragon und Versal spielen natürlich in Lockbird rein. Aber deswegen hier halt auf 1. Außerdem ist er sehr cool, wenn man mal Extender braucht mit LP. Dann natürlich den Welpen Main, das macht das Deck gerade so stark. Und Soravis. Kann man spielen, muss man nicht. Jedoch ist die Flexibilität dieser Karte unterschätzt. Erstens, sie kann eventuell eine Handtrap aufhalten, eventuell einen Effekt des Gegners aufhalten, was sehr, sehr geil ist. Außerdem hast du einen Search mit Herold, denn wenn Herold in Friedhof gelegt wird, dürft ihr euch eine Ritualkarte suchen. Und sie ist Light, was sie mit Chaos Base abgeworfen natürlich euch den Dark sucht. Aber umgekehrt auch, wenn ihr nur Darks auf der Hand habt und ihn, und ihr wollt ihn natürlich nicht abwerfen, dann aktiviert man Karsraum und sucht sich halt, wenn man einen Dark abwirft, ihn. Denn wenn er schon auf der Hand ist, müsst ihr euch ein Light suchen. Er ist das einzige Light-Target generell. Jetzt habt ihr zwei Light-Targets. Ist eigentlich sehr, sehr cool. Ich mag das auf jeden Fall hier als Industrie. Karsraum, habe ich gesagt, ist ein Starter, beste Karte. Einmal Bu-Sektor. Superkarte einfach. Dann Weltvermächtnis, Wachdrache, auch super Reborn-Karte, ist ein Extender, wollte ich drüber reden, genauso wie Quick Launch. Extender bzw. Tracer Search, das bedeutet, dass Quick Launch selber halt einfach ein Savage Dragon ist. Ja, für Dragoonity brauche ich nicht drüber reden. Dann die Drachenmädchen-Putzaktion, die natürlich drin sein muss, um überhaupt die Dragon Maid Combo zu machen. Und 3 Impermanence, wie bereits angesprochen. Extra Deck ist sehr tight und sehr knapp. Savage, Herald und der Marcher sind Standard für die Combo. Dann nicht Standard erstmal. Wir gehen jetzt mal ein Stück durch. Dann natürlich, was man braucht, ist Striker Dragon. 2 sind Pflicht.
3 ist okay fürs Late Game auf jeden Fall. LP Pisty, wollen wir nicht drüber reden. Link Cross auch wichtig für die Combo. Hunger ebenfalls gut. Heroic Seal auch für die Combo. Needlefire für die Combo und natürlich auch Romulus für die Combo. Und jetzt noch für die Combo ist der Welpe und den muss man auf jeden Fall auch spielen für die Combo. Jetzt haben wir noch 2 Slots frei und Sword zum Mutikan für nächsten Zug, um was zu haben. Sehr wichtig, aus meiner Sicht ein Muss, aber könnte man theoretisch auch anders besetzen. Und der letzte Slot, ja, Sarucha oder Striker Dragon, that's the question of life. Ich habe mich für den Sarucha entschieden, weil ich dachte, wenn ich ins Late Game komme, dann ist eh schon too late. Hahaha, weil mein ganzes Feld gebrochen ist, etc. Und ich habe gedacht, wenn ich gegen die aktuellen Metadeck spiele, mein Feld reicht zum Gewinnen. Sarucha verbessert das Feld noch zusätzlich, von daher tipptopp. Side-Deck, 3 Artefakt Lancia, man will sie sehen. Prank-Tops, einfach um halt auf Flatgate zu hauen. Kaijus fürs Mirror-Match. Einfach um hier halt den Busterlock aufzulösen. Denn wenn ich selber den Busterlock abkriege, habe ich verloren. Dementsprechend Kaiju zum Outen. Lockbird, sehr, sehr gute Karte. Wenn der Gegner nicht drumherum spielen kann, wie ich zum Beispiel mit den Dragonites, ist Lockbird schon die Out-Karte. Dann im Side-Deck der Viren Cube mit Fossil und der Grenade. Ja, ich spiele diese Engine im Side, nicht Main. Warum? Die Roost Dragons sind weniger bricky. Deswegen schon mal die eher im Main-Deck statt im Side-Deck. Und ich habe überlegt, ob ich Pointer spiele, Red Lotus Pointer. Ja, ich habe mich entschieden dagegen, denn diese Karte ist nicht searchbar. Viren Cube hingegen ist searchbar. Das bedeutet, wir haben den Pointer immer Starthand. Natürlich nur vorausgesetzt, wenn wir kommen können. Und dementsprechend spiele ich die hier im Side. Und gegen Backrow, Harpiens Federwisch natürlich eine absolut starke Karte. Und der Red Reboot. Ja, das zur Dranglingste. Dann gucken wir uns jetzt noch 2 andere Decks an. Vorab gemerkt, welche Decks gab es noch? Es gab Dragonmaid pur. Ja, Leute, so ein Decks gab. Ist dann aber auch direkt rausgeflogen. Wir hatten natürlich Dranglink. Dranglinks gab es ohne Ende. Wir hatten auch diverse Dino-Decks dabei. Wir hatten, ich glaube, 2 oder 3 Dino-Decks dabei. Wir gucken uns gleich auch noch eine Dino-Liste an. Und wir hatten Infernoble Knight, war ebenfalls dabei. Auch natürlich ein sehr, sehr starkes Deck auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hatten einige Dinos, einige Dranglinks. Wir hatten ein Dogmatica Invoked. Wir hatten ein Red Eyes, also Dragoon Turbo Deck, was quasi einfach Dragoon liegt mit Floodgates und Handtraps. Auch eine sehr interessante Variante, aber auch hier, wie gesagt, leider alles noch keine Decklisten vorhanden. So, wir gucken uns jetzt aber noch die, die Dino-Liste an, und zwar von unseren Membern, von Kang. Kang hat Dino gespielt, ist leider Top 16 rausgeflogen, aber wir gucken uns die Liste trotzdem an, denn sie ist doch, ich sag mal, sehr, ja, Dino. Artig, ne? Also typisch Dino halt. 3 Oviraptor, 3 Verschinosaurus, 3-mal den kleinen, 1 Rex, 1 Pankratops, 2 Babys und 1 Petri. Das ist eigentlich die normale Ratio, also da brauchen wir nicht drüber reden, genauso wie 2 Tyrannos. Kaiju. Kaiju ist eine Option, einfach um ein Main-Out zu haben, wenn der Gegner den Oviraptor-Search durchlässt. Oder man, kommen wir gleich zu, den Oviraptor-Effekt eh durchbekommt, weil man gechainblockt hat. Dann kann man sich einen Kaiju suchen und dann halt, das war's dann. Ne? Ist schon sehr gut. Gamma hier natürlich, Gamma, einer der besten Handraps zurzeit überhaupt. 3 Fossil Dick ist natürlich auf jeden Fall logisch. 2 Pillen ist auch klar, sonst ist der eine Dino tot. 3 Lost Worlds und da sind wir schon beim Chainblocken. Ihr Normal Summon Oviraptor, Lost World triggert, könnt ihr Chainblocks legen. Chainlock 1, Oviraptor, Chainlink 2, Lost World und schon habt ihr gechainblockt. Der Gegner kann darauf kein Gamma mehr machen, höchstens noch ein Permanence oder so. Oder Wailer, aber dafür habt ihr ja natürlich dann noch auch theoretisch. Vielleicht verschieden uns auch in der Hand, aber wenn nicht, okay, die Handtraps treffen euch, aber Gamma zum Beispiel trifft euch nicht. Und Gamma, wie ihr seht, ist eine Karte, die sehr oft Main gespielt wird. Dann haben wir ja Mystic Mine. Mystic Mine hat ein bisschen den Style wie von Busterlock. Diese Karte können sehr viele Decks Main nicht outen momentan. Das heißt, wenn Mystic Mine liegt, habt ihr schon fast gewonnen. Terraforming. Entweder den Wind suchen oder Lost World. 3-mal Pot, extra Deck ist nicht so wichtig für Dino. Deswegen ist das Deck auch gerade so stark, weil der Busterlock euch eben nicht juckt. Dark Ruler No More, klar, ne? Busterlock juckt euch nicht. Aber Doppel-Negate kann schon sehr wehtun. Und Doppel-Negate ist hiermit einfach nichtig. 3 Permanence natürlich noch dann als Handtrap Power. Dann extra Deck, der Omega natürlich für den Gamma. Dann 2-2, ist irgendwie logisch wegen Pot. Dann alles erstmal One-Offs, Tornado, Dueller, Unicorn, Phoenix, Lambda. Alles Karten, die man halt einfach spielt.
um halt diverse Optionen zu haben gegen verschiedene Decks. Dann natürlich den Piercing Damage Link, das Piercing Damage Link Monster, um Tyranno halt direkt Game zu machen. 2 Link Kuribo und nochmal 2 Wachen. Das einfach nur, um Ultimate, also um einfach die Evolutionspille halt aktivieren zu können, weil wir brauchen dafür ja irgendwie was Sinnvolles im Grave. Dann mit Side Deck, 3 Ash, 3 Lancia, 3 Lockwords. Hand Traps is the way to go. Für die Backrow Decks haben wir dann 2 Cyclone, 1 Papien Federwisch und 3 Mal Lightning Storm. Ja, das ist auf jeden Fall das Deck. Wie gesagt, die Stärke dieses Decks ist halt einfach, dass es eben doch durch Buster Lock durchspielen kann und allgemein nicht so krass betroffen ist. Muss natürlich sagen, dass Herald hier das Problem ist bei von Drangling. Drangling ist, glaube ich, zurzeit das Deck to beat. Und Herald ist für Drangling ein Problem, ganz klar. Nicht im Friedhof senden ist natürlich heftig, nicht von der Hand abwerfen ebenfalls. Das nervt schon sehr, natürlich kann man drüber reden, aber wir wissen selber, wenn die Combo komplett durchgekommen ist, was denn wenn Herald liegt, meist so ist, dann liegt da noch ein Rare Tick Seal und Seal bounce dir das attackierende Monster, also ganz schwierig. Deswegen ist hier auch natürlich ganz viel drin, um dies zu verhindern, wie Dark Ruler, Mystic Mine oder Impermanence etc. oder auch der Kaiju einfach. Dann kommen wir noch zu einer anderen Drangling Top-Liste. Top 8 war er hier. Wir gucken uns einfach an. Hier auch keine 60-Karten-Variante, sondern eine 45-Karten-Variante. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Auch hier sehen wir in Main Deck 2 Tracer nur, dann halt die 2 anderen Rockets und noch den Rooter Dragon. Den Rooter Dragon kann man sehr gut spielen, um mit LP quasi zu extenden oder ein schöner Discard eben mit Chaos Space. Aber was der Unterschied ist zur Deckliste von mir davor. Er spielt Drachenschlucht und das wiederum ist ein weiterer Search Tracer zu bekommen. Deswegen ist es sinnvoll. Ich habe keine Drachenschlucht gespielt, weil es ein weiterer Brick insgesamt ist. Du brauchst ihn nicht direkt. Und ja, deswegen spiele ich es nicht. Kann man natürlich trotzdem machen. Ist halt eine Entscheidungsfrage. Sagt man sich, wenn man nicht die Lanze Hardrod zieht, kann ich noch Drachenschlucht suchen und umgekehrt. Ist halt ein Search mehr. Kann man natürlich machen. Ist aber auch wieder eine Handtrap-Anfälligkeit. Wenn ihr nicht gechainblockt bekommt, dann kriegt ihr halt natürlich den Gamma da drauf wahrscheinlich. Dann haben wir hier den Red Metal Dragon und dreimal den kleinen. Wie gesagt, hier spielen wir hier nicht die Drachenmädchen. Dementsprechend brauchen wir natürlich die Normal Summons hier mehr. Ganz klar. Den Nocto spielen wir in diesem Fall dreimal. Wie gesagt, ne? Drei ist meiner Sicht zu much, aber macht natürlich Sinn, eben um Chain zu blocken. Die Chaos Drachen, den Rotor, den Livia auch normal. Dann haben wir nochmal dreimal eine Normal Summon. Ist auch, wie gesagt, wir sind hier bei 6 Normal Summon. Was auf jeden Fall viel ist. Problem ist natürlich, wir wollen Extender haben. Eine Normal Summon und Extender. Man kann hier natürlich ein bisschen mehr bricken, wenn man die höher zieht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eine sieht, ist natürlich auch wesentlich höher. Ist halt eine Abwägungssache. Jeder kann das für sich entscheiden. Welp ist natürlich klar. Dann Dragunti. Dreimal Nibiru. Wie gesagt, Nibiru. Gerade the way to go. Main dann. Lancia. Lockbird. Und Lockbird Main am einige bei diesem Event gemacht. Wie gesagt, natürlich gegen Drangling sehr, sehr stark. Gegen ihn selber wäre Lockbird, by the way, natürlich auch sehr, sehr stark. Ja, er kann nicht aktiv so gut um Lockbird rumspielen. Er kann es natürlich mit gewissen Händen, aber halt nicht immer. Lockbird, wie gesagt, wenn man nicht drum rumspielen kann, was meine ich damit überhaupt die ganze Zeit? Damit meine ich, wenn Romulus-Effekt kommt, dann searchst du ja und dann kannst du Lockbird werfen. Wenn das du tust, wird Levinia verhindert, wenn er nicht Hardraw ist. Aber die Combo ist da. Du kannst Full Combo. Du kannst Herald, Savage und Buster Lock legen, wenn nach Romulus der Lockbird kommt. Wenn ihr eine One-Card-Combo im Deck spielt. Ein Grund weiteren, warum ich eine One-Card-Combo spiele. Aber wenn du Lockbird Feuer wirfst, also sagen wir halt zum Beispiel auf den kleinen Red Metal Dragon, dass ihr da den Search macht, dann hingegen kommt nicht volles Board. Also Lockbird unterschiedlich stark, je nach Deckbild und was der Gegner natürlich auch gezogen hat. Lancia hier natürlich sehr cool, wenn du weißt, gegen was du spielst, kannst du theoretisch mit Union Carrier das einfach ausrüsten und damit Heretic Seal die bouncen, dann hast du Night Effect Lancia direkt im gegnerischen Zug. Natürlich bringt das nicht so viel, wenn du nicht weißt, gegen was du spielst. Beim Remote Duel Invitational muss man natürlich dazu erwähnen, dass man immer schon wusste, gegen was man spielt. Dank des Konami Livestreams. Dann haben wir 3 Gamma. Klar, Gamma, wie gesagt, beste Handtrap gerade. Dann noch Lancia, wieder Schlucht. Boots auch. Reborn ist ein Extender, of course. One for One, auch starker Starter. Jedoch auch hier natürlich Handtrap anfällig. Quick Launch, beste Karte. World Shadow Sea auch. Chaos Space, auch brauche ich nicht reden. Extra Deck. Ich habe ja bereits gesagt, es ist eigentlich alles vorbestimmt. Die Synchros sind fest. Link, LP, Pisty, Striker Dragon 2 sind Pflicht. Dritter ist variabel. Rheotic Seal, Valve, Dragonity, Needle Fiber, Carrier sind Pflicht. Dann kann man sich entscheiden, noch Boss War zu spielen. Ich würde es machen. Er hat es auch getan. Und der letzte Slot, Sarutia oder Striker Dragon. Hier halt eben dementsprechend der
Striker Dragon, der dritte. Für Late Game wesentlich besser natürlich. Dann Side-Deck hier, Prankotops, Lockbird, der dritte, Gnome. Gnome kann natürlich sehr, sehr stark sein, ist aber natürlich auch eine Karte, die im Late-Game ziemlich tot ist. Natürlich Gamma auch, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Ash, eine Handtrap, die unterschätzt ist. Ash ist immer noch die beste Handtrap. Sie ist gegen jedes Deck quasi einsetzbar. Was sie so stark macht, dass alle anderen Handtraps sind nicht unbedingt gegen jedes Deck gut. Jedoch ist der Impact dieser Handtrap nicht mehr so stark. Das bedeutet, du könntest ihn zwar gegen jedes Deck aktivieren, aber es wird die Gegner nicht aufhalten, sondern nur ein bisschen unterbrechen. Dementsprechend ist Ash natürlich nicht mehr so the pick to choice, deswegen ist sie auch nicht mehr main, weil du willst was machen, was auch wirklich den Gegner aufhält. Und Ash hält halt nicht mal wirklich viel auf. Jedoch natürlich im richtigen Moment kann die Ash doch sehr wehtun. Ohne Kombination mit einer zweiten Handtrap ist Ash natürlich dann wieder sehr, sehr gut. Backrow Removal, Lightning Storms und Harpyons Federwisch ist natürlich klar. Harpyons Federwisch ist sehr cool, dass sie dabei ist. Dann drei Tacticals. Tacticals ist natürlich auch sehr cool, um Dragoon zu outen, ne? An dieser Stelle. Und Red Reboot ebenfalls für Backrow Decks. Ja, das war das Ganze. Das war hier der kleine Überblick hier vom Remote Duel Invitational. Ich weiß, es fehlen einige Listen, aber wie gesagt, die sind halt einfach nicht online. Da kann man leider nichts machen, aber man konnte einen kleinen Einblick geben und vor allem auch erzählen, welches Deck am meisten gespielt wurde, nämlich Dranglink. Dann kam Dino und ich glaube, das zeichnet schon ein bisschen die Meta aus. Dranglink ist auf jeden Fall das Deck to beat momentan. Und natürlich solltest du gucken, kannst du gegen Dranglink bestehen? Und da stellt sich die Frage, kannst du durch Buster Lock spielen, beziehungsweise kannst du Buster Lock outen? Das sind die Fragen hier natürlich. Und mehr kann man erstmal hier auf jeden Fall zu den Remote Duel Invitational nicht sagen. Was haltet ihr von den Ganzen? Wie fandet ihr das ganze Turnier? Und fandet ihr es cool, dass Dranglink gewonnen hat? Oder hättet ihr doch lieber Monarch gewinnen sehen? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und bis bald!